Ja, hallo. Ich bin der Jonas und ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Bei Schunk bin ich seit 2015. Ich habe erst eine gewerbliche Ausbildung angefangen zum Industriemechaniker. Die musste ich dann gesundheitlich leider abbrechen und bin dann gewechselt auf den kaufmännischen Bereich. Ich kenne beide Seiten und habe von beidem was mitgenommen, aber von der kaufmännischen Ausbildung natürlich ein bisschen mehr. Also bei Schunk, die Ausbildung ist sehr vielseitig, weil wir halt nahezu jede Abteilung durchlaufen. Also es geht von Buchhaltung, Controlling über Einkauf, Vertrieb, IT bis hin zu Personalabteilung oder Marketing. Also da ist alles bunt gemischt dabei. Man kriegt auch direkt viele Aufgaben, die man selbstständig bearbeiten kann. Und man wird sehr viel an die Hand genommen am Anfang, kriegt alles schön erklärt. Die Leute sind super nett. Ja, man wird sehr schnell immer ins Team integriert. Und das Gute ist halt auch, dass man am Ende sieht, wie diese ganzen Abteilungen miteinander zusammenhängen und sich so der Kreis schließt. Also von Bestellungen über am Ende wieder rausschicken und die ganzen Sachen noch produzieren. Also die Ausbildung bei Schunk, die bietet schon sehr viel. Aber dementsprechend wird halt von Schunk auch einiges erwartet. Also dass zum Beispiel die Schulnoten stimmen oder dass man seine Arbeit immer ordentlich macht. Aber trotz allem sind die Leute immer super nett und auch bei Fehlern haben die Leute da vollstes Verständnis. Seit kurzem bin ich jetzt auch fertig mit der Ausbildung. Und ich bin jetzt im Versand gelandet als Versandabwickler und habe auch da ein klasse Team erwischt. Also die Arbeit macht Spaß und es ist sehr witzig. Und ja, von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht.